Da bin ich wieder und ich habe euch wieder einiges mitgebracht. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen bei meiner zweiten Folge meines Kreativ-Podcasts hier in meinem Strickzimmer. Ich bin Stefanie und wir haben heute den 31. August 2024. Es sind jetzt fast 2 Wochen her von meinem ersten Video und ich bin überwältigt von den ganzen Reaktionen und Gratulationen und Kommentaren und Likes und so viele Abonnenten. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Ich bin platt, ganz ehrlich, total. Es ist tierisch heiß wieder hier im Strickzimmer, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe mein Chicken dabei, das zeige ich euch gleich. Es sind ein paar Dinge fertig geworden, ein paar Zwischenprojekte sind auch noch fertig geworden. Ich bin heute nicht so gut vorbereitet wie letztes Mal, aber macht nichts. Ich habe meine Geheimwaffe dabei, mein Tablet und legen wir los, würde ich sagen. Ja, fangen wir einfach wieder so an wie letztes Mal. Ich zeige euch, was ich aktuell auf den Nadeln habe, beziehungsweise die Fortschritte daraus. Als erstes hatten wir, glaube ich, das Lisandetee. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber es steht hier auf meinem Plan. Von Appelbanne. Da ist nicht viel dran passiert. Ich bin ganz ehrlich, es ist immer noch sehr klein. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Runden geschafft. Aber es ist immer noch voll schön und macht echt mega Spaß. Ich habe auch noch mal geschaut, welche Wolle genau das war. Und zwar von Supergarne ist das die Peru 250 gewesen. Mit 50% Wolle und 50% Alpaka. Und hat eine Lauflänge von 250 Meter auf 100 Gramm. Genau, und die hatte ich mir selbst gefärbt. Also da ist leider nicht viel passiert. Ich hatte nicht viel Zeit. Genau, weil mein Urlaub war rum und ich hatte viele Bestellungen aufzuarbeiten. Und ja, am Dallas-Wetter sieht es leider genauso aus. Mal schauen. Da ist, glaube ich, auch nicht viel. Ich hatte sogar einen Marker reingemacht. Die Anleitung ist von Eleanor Mortensen, genau. Findet ihr auf Ravelry, aber ich verlinke euch das auch wieder. Und ich habe, jetzt muss ich gucken, da ist mein Marker. Also, es ist nicht viel passiert. Ein paar Runden habe ich mal so zwischendurch beim YouTube schauen oder Dschungelcamp. Ich oute mich aktuell als Dschungelcamp-Guckerin. Ja, wenn man einmal anfängt, ne, kann man nicht mehr aufhören, das zum Schauen. Genau, der Dallas-Wetter. Das ist also auch, da hat jemand gefragt nach der Wolle. Die habe ich nicht in meinem Shop, weil das ist auf Supergarne gefärbt. Die verwende ich ja nur privat. Und die Farben habe ich einfach nach Gefühl reingeschossen in die Wanne. Da habe ich nicht aufgeschrieben oder so. Ich kann es generell schon nochmal versuchen, aber weiß nicht, ob ich das so hinkriege. So, genau, das ist auch nicht viel gewachsen. Das Entspannungstuch, was ich euch gezeigt hatte, das ist ein bisschen gewachsen. Da habe ich sogar aktuell gerade eben vom Video noch ein bisschen dran weitergestrickt. Da war ich, glaube ich, beim letzten Mal bei dem orangenen Abschnitt. So. Ich glaube, ich war in dem Abschnitt. Ich bin aber nicht mehr sicher. Ich denke schon. Also es sind noch mal ein paar Knötchen von dem Bobble dazugekommen. Es ist jetzt schon sehr lang.
Und ich habe auch gar nicht mehr so viel übrig von der Wolle. Es ist nur noch ein bisschen. Naja, ein bisschen ist gut, ne? Aber ich hoffe, dass das jetzt endlich fertig wird, weil ich habe ja noch einige Tücher von. Ach ja, heute ist es so warm. Von Steven West angefangen. Zum Teil auch diese Mystery-Tücher Karls. Und die liegen halt als UFOs rum. Und demnächst mache ich ja UFO-Folgen, weil die gewünscht wurden. Das werden aber eventuell drei Teile, weil es die verteilen sich im Haus in verschiedenen Räumen oder Schränken. Und wenn ich jetzt eins von den großen Projekten fertig habe, soll ein nächstes großes Projekt nachrutschen, dass da mal ein bisschen was vorangeht, ne? Weil so Socken sind ja schnell gemacht. Da habe ich an UFOs zwei riesen Schubladen voll, ich sag's euch. Genau. Aber die großen Sachen möchte ich halt gerne mal fertig haben, weil ich will sie ja dann auch mal tragen und anziehen und benutzen und überhaupt. Ja. So. Bei den Erika-Socken aus dem 20, ach 20, Quatsch. 52 Weeks of Socks ist gar nichts passiert. Die haben auch immer noch das Loch in der Spitze. Das werde ich wahrscheinlich auftrennen und nochmal neu ranstricken. Ich glaube nämlich, dass da in dem Knäuel ein Knoten war und der hat sich dann wahrscheinlich gelöst. Gehe ich mal stark von aus. Aber die werden jetzt als nächstes fertig gestrickt, definitiv, dass ich die endlich weg habe. Dann habe ich euch den Mystery Karl von Imagined Landscapes gezeigt, den Gnom. Da ist leider auch noch nichts passiert, obwohl alle Teile jetzt schon raus sind. Da schaue ich, vielleicht mache ich den morgen fertig. Genau, das ist ja eigentlich fix. Es fehlt nur noch der Boden und Ärmchen und Bart und Nase und dann ist der fertig. Ja. Aber fertig geworden sind die Monkey Socks. Liebe Tine, ich habe es geschafft. Sie hat es schon gesehen auf Instagram. Einige von euch mit Sicherheit auch. Sie sind fertig. Da sind sie. Meine Monkey Socks. Das ist von mir gefärbt auf der Basis Basic. Und zwar ist das die Trekking von Atelier Zitron 7525. Und das ist das Muster Monkey Socks von Cookie A. Wie sieht man das am besten? So. So sieht man es gut. Und das ist die Färbung Black Tiger Lily. Und die sind jetzt endlich fertig und ich kann sie tragen. Da freue ich mich drauf, weil die Farben sind so cool. So schön ein bisschen Halloween. Genau. Die sind fertig. Die habe ich also strikt nach Anleitung gemacht. Weil wenn ich schon nach Anleitung stricke, dann mache ich das auch mit der Ferse und mit der Spitze und allem dazu. Das ist also eine Käppchen- oder Herzchenferse und Bändchenspitze und eins rechts verschränkt und eins links Bündchen sind das. Und dann halt dieses coole Muster. Genau, die sind fertig. Die hatte ich damals angefangen am 5. Juli diesen Jahres und sind jetzt am 28. August fertig geworden. Ging für meine Verhältnisse relativ schnell, glaube ich. Ja, so, das waren jetzt die Sachen vom letzten Video. Dann hatte ich Zwischenprojekte. Unter anderem, da brauche ich jetzt kurz mein Tablet fürs Foto, weil ich noch nicht weiß, wie ich die einfüge. Waren das Socken für eine liebe Bekannte zum Geburtstag? Aus meiner Färbung Pink Lemon auf der Basis Soft und zwar Merino High Twist mit 80 Merino super fein und 20 Polyamid. Und das sind die. Die müsstet ihr auch schon gesehen haben. Auf Instagram habe ich sie, glaube ich, schon gepostet. Haben wir noch ein anderes Foto da? Genau. Also keine Sneakersocken, aber auch keine normalen. Eher so, ja, wie nennt man? Enkelsocks. Genau. Und da hat sie sich auch super drüber gefreut.
Da habe ich gemacht eine Herzchenferse ist das und Bändchenspitze, genau. Und ich finde, die Farben sind so mega. Die Pink Lemon von mir. Genau, die sind auch fertig. Größe 38, 39 war das. Da hatte ich sogar noch passend eine kleine Minisocke gestrickt. Da habe ich aber gar kein Foto von gemacht. Ich Vogel. Egal, so eine kleine Minisocke als Schlüsselanhänger noch dazu. Genau, die habe ich auch fertig gehabt. Und dann habe ich jetzt auch noch gerade eben fertig. Ich habe mir ein UFO rausgesucht, weil ich hatte ja dann die Monkey Socks fertig und hatte wieder einen Platz frei für ein neues Projekt und habe gedacht, bevor ich jetzt wieder mich verlocken lasse und was Neues anschlage, weil das ich glaube, ich brauche mal so ein Jahr Social Media Sperre, ohne Scheiß, weil ständig wird man infiziert mit so richtig tollen Sachen, die man dann selber anstricken möchte und auch färben möchte, weil man dann so schon so Farben im Kopf hat und aber nein, ich blieb noch standhaft und habe Junior seine gewünschten Socken fertig gestrickt. Und zwar aus dem Opal-Abo von März müsste das sein. Das März-Opal-Abo. Da waren die zwei drinne. Genau. Einmal dieses Grün und einmal dieses. Und er gleich so, oh Mama. Das sind voll die Minecraft-Farben. Also mein Sohn und ich, wir spielen ja zusammen Minecraft. Ich baue immer meine Kirschbäumchen und Kirschbaumhäuser und so. Und genau. Und er hat gesagt, Mama, mach mir doch da bitte so Ringelsocken draus, weil das sieht aus wie die Biome aus Minecraft. Ja, habe ich dann halt gemacht, ne? Lang, lang angefangen. Moment, ich muss euch gleich sagen, wann ich die angefangen habe, weil da müsste ich mich fast schon schämen. Am 23. März. Ja, 5 Monate. Eben fertig geworden. Das kommt bei raus. Sind die nicht cool? Das ist der zweite. Ich finde sie so schön. Ich habe zwei rechts, zwei links Bündchen gemacht. Ich glaube 15 Runden. Dann den Schaft. Eine Fischlips Kiss Heel Ferse. Da gibt es so ein spanisches Video mit deutschen Untertiteln. Dann wieder den Fuß. Und eine Schleudersternspitze. Genau. Mega. Und ich habe alle 4 Runden. Also bei Bündchen, bei Ferse und bei Spitze blieb ich bei einer Farbe, weil die Opal hat ja eh einen Farbwechsel gehabt. Aber hier habe ich alle 4 Runden den Faden gewechselt. Genau. Und habe dann innen, ich drehe euch das mal um, habe dann innen den Faden einfach mit hochgenommen und verkreuzt. So schaut das bei mir innen aus. Ich hoffe, man sieht's. Genau da. Geht eigentlich ganz gut. Man muss halt immer ein bisschen anziehen, dass keine Löcher entstehen. Aber sonst. Ja, da freut er sich, die dann bald anziehen zu können. Weil es wird jetzt Gott sei Dank wieder Herbst. Ich liebe den Herbst. Das ist meine liebste Jahreszeit. Was ist eure liebste Jahreszeit? Also ich mag den Herbst ja wegen den bunten Bäumen und weil das Wetter schon noch schön ist, aber nicht so heiß und dampfig und es gibt keine Stechmücken mehr, weil die sind ja furchtbar. Und genau, also und Halloween natürlich. Ich liebe Halloween. Oh mein Gott, ich bin Halloween-süchtig. Also das sind auf jeden Fall Größe. Was habe ich denn gemacht jetzt? Der wächst ja so schlimm. Ich glaube, es ist ein 37 oder 38. Ja. Das war alles, was fertig ist. Mehr habe ich nicht geschafft. Jetzt zeige ich euch aber mal, was schon länger fertig ist. Beziehungsweise was ich trage. Das ist ein Scrunchie. Die liebe Sedna von Sedna Design
hat mal einen gehäkelt, habe ich gesehen, habe ich gedacht, boah, geil, muss ich auch mal häkeln. Da hatte sie aber noch kein Video raus. Und dann habe ich gegoogelt und habe ich ein Video oder eine schriftliche Anleitung gesehen? Ich weiß nicht mehr. Ich suche euch das raus und verlinke euch das nach unten. Und hab dann gleich welche gehäkelt. Ich ziehe den jetzt nicht aus, ich kriege das nie wieder so hin. Und mein Großer hat sich gleich das geklaut mit den Miami Dolphins Farben. Aber ich habe noch mehr gemacht. Schaut mal, sind die nicht cool? Ich muss noch Fäden vernähen. Und das sind alles Sockenwollreste. Das ist zum Beispiel die Nummer 8 von mir. Da ist so ein schwarzes Gummi drin, das man umhäkelt. Ich glaube, 60 Maschen tut man umhäkeln und dann macht man irgendwie jede Masche mit dem Stäbchen verdoppeln und in der nächsten Runde, glaube ich, dann nur noch jede zweite Masche verdoppeln und dadurch ringelt sich das so, kräuselt sich das so. Dann habe ich hier noch einen, der ist auch cool. Das war eine Sonderfärbung, da hatte ich noch einen Rest gehabt. Das ist die Färbung Mariechen. Die habe ich ursprünglich für meine Schwiegermama gefärbt, für Socken. Und das war wieder irgendein Rest. Der ist mega. Das knallt. Genau. Also da verlinke ich euch unten mal, wo ich das gefunden hatte. Da muss ich noch mal suchen. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Und die drei, den habe ich jetzt zweimal um mein Dütschen da gewickelt. Genau. Dann mein Chicken. Das ist mein Emotional Support Chicken. Natürlich weiß ich jetzt wieder nicht von wem. Aus Opalsockenwolle. Habe ich die doppelt genommen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe die doppelt genommen. Die gibt es auch in gehäkelter Version. Und ich möchte mir definitiv noch einen Neon-Chicken machen. Aber wie gesagt, erstmal die ganzen UFOs weg. Jetzt schaue ich mal schnell, ach, von wem das ist. In Ravelry habe ich es ja drinne. Ravelry. Ich raste heute wahrscheinlich so durch, aber es liegt echt daran, dass ich nicht viel Zeit habe. Die Jungs sind kurz weg. Und, oh, vier Nachrichten, können wir schauen. Und es ist einfach so unfassbar warm. Projekte, Projekte, Projekte da. Entschuldigung. So, wo haben wir denn? Habe ich da bei dem Scrunchie was reingeschrieben? Super easy Hair Scrunchie by Dreamy. Da könnt ihr gucken auf Ravelry. Genau, Super Easy Hair Scrunchie by Dreamy. Dreamee. Ist also in meinen Projekten drin und da könnt ihr gucken auf meinem Ravelry. Mein Support Chicken habe ich auch drin. Emotional Support Chicken, da. Und zwar von Annette Cosino. Genau, das findet ihr also auch bei Ravelry. Genau. Also. Sie braucht noch einen Namen. Da könnt ihr mir mal helfen. Also ich habe es ja zum allerersten Mal gesehen bei Finnish Knitting Stories. Den gucke ich total gerne, den Podcast. Die ist so bunt und so lustig und ich mag sie. Und da Clocky heißt sie, glaube ich, bei ihr. Und da habe ich das gesehen. Ich dachte, oh Gott, ich brauche definitiv auch einen Emotional Support Chicken, ne? Zum Streicheln und Knuddeln und alles, ja. Und jetzt habe ich auch eins. Aber da muss noch eins in Neon her. Genau. Dann setzen wir dich mal wieder dahin. Bleib sitzen. Gut. Ja, dann habe ich hier noch was in eigener Sache. Ich schalte jetzt hier wieder runter. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich vor langer, langer, langer Zeit
als Designerin unterwegs war für Häkelanleitungen. Angefangen hat es mit Schlenkertieren. Mein Name ist immer noch Tiergeschlenker. Die Anleitungen findet ihr bei Crazy Patterns. Und dann habe ich mal drei Tücher entworfen. Und das ist eins davon. Genau. Das ist ein schönes sommerliches. Ich muss jetzt nur gucken, wie es heißt. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich habe ein Breeze, ein Muse und ein Spring. Irgendwas mit Spring. Schaue ich jetzt gleich mal. Genau. Das ist schon so lang her. Ich habe gar keine Zeit mehr, um Häkelanleitungen irgendwie zu designen. So. Zack. Schauen wir mal schnell. Aber ich tue euch das dann wahrscheinlich eh wieder verlinken. Tut mir leid, dass ich heute nicht so präsent bin auf der Kamera, aber ich habe mich echt überhaupt nicht vorbereitet. Und ich möchte ja nichts schneiden, deswegen seid ihr alle Springflower. Ist das? Nein, das ist das Muse. Das Springflower ist woanders. Das ist das Muse. Genau. Da. Mein Tuch. Also bei Crazy Patterns findet ihr die Anleitung. Die dürft ihr da gerne kaufen. Was kostet ihr eigentlich? 2,50 Euro, also bitte. Vielleicht mache ich die auch irgendwann mal bei Ravelry rein, aber Ravelry rein, genau. Aber ja, wie man halt Zeit hat, gell? Ist halt so. Ja. So, genau. Was haben wir noch? Ich habe ein paar Einkäufe gemacht und habe auch wieder ein bisschen was für den Shop, weil morgen ist der 1.9. Das heißt, es gibt einen neuen Monatsstrang und es gibt 3 Outs und 1 In. Also 3 Färbungen fliegen aus dem Katalog und eine neue kommt rein. Da kommen wir gleich zu, weil ich euch jetzt noch mein Dauerprojekt oder eines meiner Dauerprojekten zeigen will. Ich habe ja insgesamt, Moment, also 1, 2, 3 Decken. 3 Decken, glaube ich. Einmal eine Jelly Roll Blanket, einmal von, ach ja, die mit den Dreiecken. Mir fällt gerade nicht der Name ein, sorry. Da habe ich erst ein Dreieck fertig. Und eine Granny Stripes Decke. Jelly Roll und die Granny Stripes, das habe ich mal gesehen bei Crazy Sock Lady. Und da wollte ich euch das jetzt mal zeigen. Dass ihr da auch mal ein bisschen dann, vielleicht mache ich da mal wieder ein bisschen weiter. So. Das sind alles Sockenwollreste. Ich habe mal bei eBay Kleinanzeigen, habe ich mir mal so kistenweise Sockenwollreste gekauft. Weil ich habe ja nicht selber welche. Ich habe ja so wenig Wolle. Nein, genau. Also die ist, also fast eine Spannweite. Also ich schätze mal so 1,50 Meter wird sie sein. 1,50 Meter, 1,60 Meter. Genau, und das mache ich aber mit einem Faden. Und zwar habe ich mir dann, der ist ja schon fast, einen habe ich schon fast fertig. Ein Magic Knot Ball gemacht. Das müsst ihr mal googeln oder hier auf YouTube. Da seht ihr, wie man Magic Knot macht. Und dann kann man all seine Sockenreste aneinander knoten. Das geht auch nicht auf. Und man hat nur, habe ich die jetzt erst neu angefangen, die Farbe, ja. Wo ist denn da der Knoten? Da ist ein kleiner Knoten. Das ist also wie bei einem Bubble. Ganz ein kleiner Knoten hat man. Da braucht man nämlich nicht die ganzen Fäden vernähen. Dann strickt man diesen ganzen Ball einfach in die Decke rein. Das sind immer so 10 Gramm Sockenwollrest aneinander geknotet. Und das ist, glaube ich, 150 oder 200 Gramm Sockenwollrest. Und wie gesagt, der ist schon fast leer. Das war der erste für die Decke. Genau.
So, sonst habe ich jetzt erstmal nichts zu zeigen. Also ich hätte schon jede Menge zu zeigen, aber das bringt euch ja nichts, wenn da dran dann nichts passiert. Genau. Irgendwas zu erzählen? Nein, eigentlich nicht. Viel zu tun gehabt. Ferien sind immer noch. Nächste Woche ist die letzte Woche Ferien, Gott sei Dank. Also ich habe es ja gern, die Ferien, aber man kommt halt zu nichts, ne? Gerade so arbeitstechnisch ist schon, wenn man halt von zu Hause arbeitet, ist man halt immer für die Kinder da und wird halt immer unterbrochen und so ist halt, wenn man irgendwo wegfährt zum Arbeiten, dann wird man nicht gestört, ne? Dann ist man halt auf der Arbeit und gut ist. So, jetzt schaue ich mal schnell, was ich noch in den Fotos habe. Was ist das denn? Eieiei. Ja, wenn man sich da auf dem Tablet mal auskennen würde. Egal. So, ich habe... Ja, wo fangen wir an? Ich zeige euch erstmal, was ich noch eingekauft habe. Genau. Und dann können die, die das Shop-Update nicht interessiert, abschalten. So machen wir das am besten, glaube ich. Ja, so macht man das. Also, ich habe mir ein Buch gekauft bei Medimops. Da bin ich total gerne unterwegs. Weil bei Amazon wäre das irgendwann erst im Oktober oder November gekommen. Da habe ich gedacht, hä, wieso? Und da ist es. Knitovation. Da sind super coole Muster drin. Ne? Und das war innerhalb von 2 Tagen da. Da sind hinten auch Anleitungen drin. Ne? Jetzt schauen wir, wo das anfängt. Also Patterns. Jetzt sehen wir, welches Foto kann ich zeigen. Also einmal ist da so eine Mütze drin. Die ist cool. Dann die Stulpen sind so schön. Die werde ich auf jeden Fall machen. Die mache ich dann wahrscheinlich mit so einem crazy Zauberball von Schoppel. Das kommt bestimmt mega gut. Und ein dunkles Garn dazu. Und dann ist da noch ein Pullover. Was nehmen wir da für ein Foto? Mal schauen. Nehmen wir das. Und ein Pullover ist drin. Genau. Und dann natürlich ganz viele Muster. Zum Beispiel Panda-Bären. Sind die nicht putzig? Oder jetzt für Halloween haben wir Geister. Was fand ich noch cool? Für den Maxi, Dinosaurier. Er steht ja immer noch auf Dinosaurier, obwohl er jetzt fast 10 ist. Aber er darf Kind sein, solange er will. Das ist so, also ich will ja eigentlich nicht so viel Privates immer hier so reinhauen, ne? Weil wen interessiert das schon? Aber die Kinder heutzutage, ich habe das Gefühl, die werden so schnell zum Erwachsenen hochgezüchtet. Die dürfen gar nicht mehr Kind sein. Die werden von einem zum anderen Unterricht gejagt, von einem zum anderen Verein und Montag Klavier und Dienstag Gitarre und Mittwoch Fußball und so. Die haben überhaupt keine Zeit mehr, Kind zu sein. Ich finde das so schade. Maxi darf Kind sein, solange er will. So, was haben wir denn noch? Mal schauen. Die sind alle so schön. Da haben wir Monstera-Blätter. Die Pflanze geht bei mir ständig ein. Ich weiß nicht warum. Ich habe es dann jetzt auch aufgegeben. Der letzte landet jetzt dann auch im Müll. Grünen Daumen habe ich definitiv nicht. Also mich wundert ja, dass die da hinten noch lebt und die da. Ja, also auf jeden Fall jede Menge schöne Muster hat man da irgendwie mal so ein Komplettbild da. Schaut mal. Da gibt es auch noch ein anderes, ich glaube ein ersteres Teil. Ist das ein Cannabisblatt? Ja, cool. Die Entchen sind auch voll süß. Genau, da gibt es auch noch einen ersten Teil. Wie heißt der? Ich weiß gar nicht.
Den hatte jemand auch im Video gehabt. Da habe ich es nämlich ursprünglich gesehen. Die mir, ich habe auch Namen. Ja. Genau. Also das war auf jeden Fall für mich gekauft, von mir gekauft, bei Medimops. So, dann habe ich, wir rutschen dann jetzt mit den nächsten Büchern in mein Shop-Update. Also ihr dürft gerne noch zuschauen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst gerne wieder ein Däumchen da. Abonniert den Kanal. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob das heute auch wieder so gut war oder ob das heute nicht so gut war, weil ich sehe von der Zeit her, es wird ein bisschen kürzer. Und ist halt aber auch, weil sich nicht so viel getan hat. Also von daher, genau. Ah, ich habe noch was vergessen. Noch nicht abhauen. Ich habe mir Kreuzstichsets gekauft bei Temu. Ich weiß, Temu. Aber bitte, Leute, das ist genauso gutes Zeug und man zahlt nicht den ganzen, ganzen Zwischenhändler dann noch mit. Ne? Also auf jeden Fall habe ich mir Kreuzstichsets gekauft für Halloween. Das muss ich euch noch zeigen. Schaut mal. Ist das nicht cool? Das ist eins, was vorgedruckt ist. Also da sind die Fäden. Und also die Farben auf dem Vordruck stimmen natürlich nicht überein. Und das ist der Vordruck auf diesem AIDA-Stoff. Das wäscht sich dann raus. Wenn man das fertig gestickt hat, legt man das in warmes Wasser und das wäscht sich dann raus. Ja, da freue ich mich schon voll drauf. Und natürlich ist es nicht bei einem geblieben und habe mir dann gleich noch eins. Das ist aber nicht vorgedruckt. Da muss ich mir den Stickstoff erst ein bisschen abteilen mit dem Stift. Einmal das. Ich hoffe, ihr seht das richtig rum, weil ich sehe es verkehrt rum. Genau. Und das ist riesig. Das ist 47 x 69 cm groß. Da freue ich mich natürlich auch schon voll drauf. Da sind also auch überall diese Stickpläne dabei. Und war jetzt auch nicht teuer. Die Fäden. Und das ist ein grauer Stoff. Finde ich auch voll cool. Für Halloween zum grauen Stoff. Genau. Und das letzte, ein drittes. Das werde ich jetzt demnächst anfangen, weil das ist nämlich so ein Kalendersticken praktisch. Spooky Countdown. Da stickt man jeden Tag im Oktober stickt man ein Bild. Und am Schluss hat man dann da unten das. Dann ist Halloween. Ja! Da wird es dann hier auch Deko geben im Strickzimmer. Das ist 37 x 59 cm groß. Genau. Da freue ich mich schon drauf. Und das ist auch wieder der graue Stoff. So, genau. Das habe ich auch noch gekauft bei Temu. Könnt ihr einfach Cross-Stitch-Set Halloween oder so eingeben, dann findet ihr das. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die in meinen Shop wandern. Also, ich habe beim Top Verlag bestellt ein paar Exemplare, nicht viele, weil die nicht so ankommen. Also beziehungsweise bei mir wird halt hauptsächlich handgefärbte Wolle gekauft und keine Bücher. Also zwei Bücher sind jetzt schon weg, aber ich gucke halt immer, oh cool, was gefällt mir? Und dann bestelle ich euch ein paar Exemplare auch mit. So, und dann habe ich natürlich, weil muss ich nichts zu sagen, oder? Ein Frida Kahlo Häkelset. Ist das nicht schön? Ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Das ist drin. Die Anleitung natürlich. Garn in 8 Farben aus 100% Polyacryl. Na gut. Füllwatte ist drin. Häkelnadel 3 mm. Ein paar Sicherheitsaugen 6 mm. Und eine Haarspange. Okay, cool. Nein, da kann man sich eine Haarspange noch häkeln. Ist das nicht geil? Ist das witzig? Und die wird 14 cm groß.
Die werde ich demnächst anfangen. Ich finde die, oh, ich find die so schön. Ich mag Frida Kahlo. Das war eine starke Frau. Dann, also im Shop drinne, Moment, kann ich euch gleich, ich glaube, 4 Stück habe ich. Was kostet das? Moment. 14,99. Genau. Dann habe ich das bestellt. Bobbeltücher häkeln aus Farbe trifft Mustermix, genau. Also aus Bobbel. Da kann ich euch kurz zeigen, was da so drin, ne, ist. Das finde ich schön. Das sind auch schöne Farben. Das ist vom Titelbild, ja, genau. Dann hier so ein buntes. Sieht aus wie Lebkuchenherzen. Oh Gott, es gibt schon Lebkuchen, habt ihr gesehen? Das ist auch toll. Es gibt schon Lebkuchen, oder im August, Mann. Was ist los, echt? Das? Die sollen mal lieber Halloween-Sachen schon herbringen. Und das ist auch schön. Ich habe ja noch ein paar Bobbles von Wonderbobble. Kann ich ja dann gleich mit loslegen. Da was mit Grannies. Das ist, glaube ich, wieder so viel zusammennähen, oder? Wird es in einem gehäkelt? Nee. Das ist auch cool. Und das letzte, ist das das letzte? Nein, das vorletzte. Der ist auch schön, der Schal. Der ist toll. Das ist auch bestimmt schön für Männer. Und da ist noch was. Genau. Von der Veronika Huck ist das. Bobbeltücher häkeln. Kostet 10,99. Habe ich, glaube ich, auch noch 4 im Shop. Genau, könnt ihr gucken. So, und dann von der Melanie Berg das neue Buch Sweaters. Das musste ich unbedingt haben. Weil allein der Pullover auf dem Bild ist schon super. Aber wenn ihr den Rest seht, und das Gute ist, das ist in Deutsch und Englisch. Man hat einmal Deutsch und einmal Englisch nebendran. Das ist total super, weil ich stricke ja lieber nach englischen Anleitungen. Die sind für mich irgendwie besser zu verstehen. Ich weiß auch nicht. Also, wir haben. Das ist so schön. Oh Gott. Da sind so. So viele schöne Oberteile drinne. Größen. So, mal schauen. Eins bis sieben, ja. Wo haben wir denn den Brustumfang? 155, das jetzt zum Beispiel. Dann haben wir diesen Seelenwärmer. Der ist auch voll schön. Oh, ich liebe den Geruch von neuen Büchern hier auch. Kann man sich gar nicht entscheiden. So schlimm. Vor allem, wenn man doch schon so viel auf der Nadel hat. Der ist auch voll schön. Die Farbe ist so toll. Oh, ich liebe diese Farbe. Das auch noch, ganz schlicht. Den Streifen ist ja auch cool. Da Neonpink oder so reinmacht. Den finde ich auch voll schön. Die Farbe ist jetzt nicht so meins. Aber in anderen Farben kommt das in der Mitte bestimmt auch voll gut. Und die Möppis.
Der ist auch schön. Aber ich glaube, für mich etwas so dicke Wolle trägt, glaube ich, bei mir noch mehr auf. Ich bin ja auch nicht gerade die schlankeste. Da, das ist der vom Titelbild. Der ist so schön. Gott, ich habe schon so Farben im Kopf dafür. Bis welche Größe geht der denn? Brustumfang 153 cm, ja, easy peasy. Der Kragen ist cool. Schaut mal. Der schaut cool aus. Da sieht man nicht viel von dem Pullover. Kommt dann noch mal ein Bild. Ja, da. Der ist auch schön. Das sind fast dieselben Farben wie bei dem anderen Pullover. Und Snow Cloud. Hat man da auch noch mal ein besseres Foto? Nein. Da sieht man ein bisschen was. Und da sieht man den Schnitt. Ein bisschen fledermausärmelig. Und das ist auch so schön. Oh, die Farbe ist auch wunderschön. So ein mintiges. Ja, das war's, genau. Also, das wäre das von Melanie Berg. Bekommt ihr bei mir auch im Shop. Sind aber nur noch drei da für 25 Euro. Genau. So, dann möchte ich euch nochmal dran erinnern. Zum einen, da ihr heute, oh, ich weiß, ich glaube, ich werde das Video heute nicht mehr hochladen, dann brauche ich euch das, glaube ich, gar nicht erzählen. Also auf jeden Fall meine Mystery Halloween Sets. Einmal Beetlejuice. Einmal Edward Scherenhänden und dann nochmal alle drei. Wo ist das andere? Da, genau. Das ist ja heute der letzte Tag, aber ich werde das Video, glaube ich, heute noch nicht schaffen hochzuladen. Also, und es wurden genug bestellt. Ich bin beschäftigt. Ja, so, also, wir kommen zu der neuen Monatsfärbung September. Inspiration war das Bild. Und zwar eine Jungfrau vom Sternzeichen Jungfrau. Ich fand die Farben so toll und habe versucht, dem gerecht zu werden. Und dabei kam das raus. Zwei verschiedene Grüntöne habe ich. Und insgesamt drei verschiedene Gelb-Orangetöne. Und Speckles mit drauf. Ich kann ihn euch mal aufmachen. Hier ist das eine Grün. Das ist so ein Moosgrün. Dann kommen die verschiedenen Orangetöne und Gelbtöne mit Speckles drin. Und da haben wir dann ein anderes Grün. Das ist so ein Avocado. Genau. Das ist also der Septemberstrang. Den gibt es ab morgen im Shop. Also ab 1.9. und auch nur bis zum 30.9. Den gibt es auf der Basic, also auf der Trekking und auf der Soft, die Merino Hightest von Atelier Zitronen. Genau. Dann haben wir das Three Out und One In. Das bedeutet, wie vorhin schon gesagt, drei alte Färbungen fliegen raus. Und diesmal habe ich mich entschieden für die Nummer 5. Die fliegt raus, die könnt ihr nur noch im September bestellen, dann nicht mehr. Die ist dann weg. Die Nummer 6, das ist ein lila Türkis, die fliegt raus. Und das Wölkchen.
wäre nochmal eine schöne Winterfärbung. Aber das sind so die am wenigsten bestellten und die machen Platz für Neues. Und die könnt ihr jetzt nur noch im September bestellen und auch nur noch auf der Trekking, also auf der Basic, nicht auf der High Twist. Also nochmal die Nummer 6 und die Nummer 5. Die fliegen raus, One In als Neues. Weil es so gut ankam. Also ihr kennt, also viele von euch kennen ja meine Barbie mit Y, nicht IE. Weil wer weiß, ne? Das ist meine Barbie. So, und ich habe gedacht, Barbie, was ist Barbie ohne Ken? Beziehungsweise, was ist Barbie ohne Kenny? Ne? So Markennamen und so. Jetzt gibt's Kenny. Das ist Kenny. Kenny wandert auch in den Shop morgen. Und zwar ist das tatsächlich die umgekehrte Barbie. Hier haben wir ein Pink mit diesem Blau als Speckles. Und das ist das Blau von den Speckles mit den pinken Speckles von der Barbie. Genau. Barbie und Ken. Barbie und Kenny. Beides erhältlich auf Basic und Soft. Und dauerhaft im Katalog. Vorerst. Könnt ihr bestellen. Genau. Dann möchte ich euch noch was zeigen, was auch ganz, 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 ganz gerne bestellt wird. Also ist schon fast ein Bestseller. Meine Notruffärbungen praktisch. Wir haben nämlich einmal Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen. Das ist meine 110. Das ist die 112 mit Blaulicht. Und das ist der RTW, auch mit Blaulicht und einem Haar von mir, jetzt nicht mehr. Die wollte ich euch mal zeigen, weil ich finde die so mega und die werden so gerne gekauft. Genau, die bekommt ihr auch auf der High Twist und auf der Trekking. Bei der High Twist kommen die Farben halt immer ein bisschen anders daraus, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es gleich. Genau, und dann habe ich euch, wollte ich euch noch meine genähten Sachen zeigen, zumindest ein bisschen davon. Und zwar meine kleinen Projektbeutelchen. Da passt also genau ein Sockenbubbel rein mit Socken. Und dann kann man das so zuziehen. Und passend dazu habe ich Nadelgaragen. Ich habe viele, viele Stoffe. Ich nähe immer mal wieder, wenn ich Zeit habe. Habe ich ein Nadelspiel da zu zeigen? Ja. So, ein bisschen verheddert. Also. Blackpink kennt ihr ja, ist auch im Shop, ist auch noch nicht weiter geworden. So, da steckt ihr einfach die Nadeln rein, macht einmal da oben den Knopf zu und einmal da unten und dann fällt es nicht raus. Niemand kann sich stechen, die Maschen rutschen nicht runter. Es ist sicher in der Handtasche oder dann halt auch in der Projekttasche sicher drinne. Da passt ein Bobbel rein, so, und die Nadelgarage. Schaut's, alles sicher drinne und dann könnt ihr das so mitnehmen und niemand piekst sich irgendwo und es wird nichts anderes verletzt oder kaputt gemacht. Genau, die findet ihr auch mit verschiedenen Stoffen im Shop und wenn was ausverkauft ist, schreibt es mir einfach, die Stoffe habe ich meistens noch da, dann nähe ich husch husch ein und dann ist gut, ne?
Dann bekommt ihr bei mir jetzt, werden wieder aufgefüllt und zwar insgesamt, jetzt muss ich gucken, 4, 5, 6, 7. 7 von meinen beliebten Mystery Bags. Komme, was wolle, ich strick das. Und zwar könnt ihr davon immer nur das, was gerade da ist, ergattern, weil da drinne befinden sich Fehlfärbungen oder Testfärbungen von mir. Und ich gebe nur grob, sagen wir mal, die dominante Farbe an, die drin steckt. Mehr wisst ihr nicht. Natürlich könntet ihr es aufmachen, und aber dann ist ja die Überraschung kaputt. Ne? Also ihr strickt praktisch einfach hier aus dem Sackerl raus. Ihr könnt euch das bisschen oben weiter lösen, dass es nicht so stramm ist. Und dann strickt ihr aus dem Sack raus. Es sei denn im Notfall, dass es wirklich gar nicht weitergeht, dann könnt ihr natürlich das Ding aufmachen. Aber normalerweise soll es eine Überraschung sein. Die Beutel sind von mir selber beplottet mit dem Spruch. Und jeder Beutel bekommt dann noch einen Maschenmarkierer dazu. Genau. Und ich habe jetzt aktuell, sind jetzt wieder welche da in Schwarz 4 Stück. Also schwarz mit ein bisschen. Hier könnt ihr schon ein bisschen blitzen. Aber die Grundfarbe, die Hauptfarbe ist schwarz. Da habe ich 2 in Trekking und 2 in High Twist da. Dann habe ich in Rosa 2 in Trekking und einen in Hellblau. Die kommen auch dann jetzt die Woche. Mal schauen, ob ich es morgen schaffe. Morgen in den Shop. Und dann könnt ihr die da kaufen. Und dann müsst ihr echt schnell sein, weil die Dinger sind ratzfatz weg. Finde ich ja auch gut. Ich fand es ganz witzig, genau. Und den Beutel könnt ihr wieder verwenden. Entweder könnt ihr selber damit weiter was verschenken oder ihr macht euer Sockenprojekt rein. Da passt also auf jeden Fall ein Sockenprojekt rein. Genau. Und dann habe ich heute noch mal ein paar Taschen beplottet. Die sind auch sehr beliebt und immer ganz schnell weg. Da werde ich aber noch mehr machen. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele beplottet. Und zwar sind das solche Henkeltaschen. Da habe ich auch selber Sprüche drauf geplottet. Just one more row. Da passt also ein bisschen mehr rein wie nur ein Sockenprojekt. Die Maße findet ihr im Shop. Dann ein richtiger Knaller mit Neongelb. Knit fast, die warm. Also nur auf einer Seite bedruckt, ne? Das ist aus Canvas Baumwolle. Und die I Turn Strings into Things. Auch mega. Nur einseitig, ne? Genau. Also selber drauf gebügelt, selber bearbeitet das, die Datei und selber ausgeschnitten mit meinem Plotter und selber drauf gebügelt. Genau. Kann man auch waschen. Nicht heiß, aber man kann. Und sollte mal sich was lösen, einfach ein Backpapier drüber und wieder anbügeln. Auf 2,5 Stufe. Genau, dann geht das. Aber normalerweise passiert da nichts. Cool, ne? Jo. Fertig. Fertig. Ich muss kurz einen Moment. So, ja, fertig. Jetzt schaue ich noch mal schnell. Genau, nee, ich habe alles durch. Also der Herbst beginnt ja jetzt demnächst, Gott sei Dank. Und ich habe ja in meinem Shop schon einige herbsttaugliche Färbungen drinne. Ich bin dann jetzt aber erstmal beschäftigt mit es kommen schon noch so spontane Herbstfärbungen dazu als Specials. Die zeige ich dann auch immer hier. Aber ich bin jetzt erstmal beschäftigt mit den bestellten Halloween-Sets und habe auch am 7. und 8. September hier bei uns ein Ort weiter. In Unterwittelsbach findet ein Kunsthandwerkermarkt statt. Und da mache ich mit meiner Freundin mit. Da poste ich mit Sicherheit Fotos oder mache ein kurzes Short oder so, weil das ist so mein erster Markt mit meiner Wolle und der ist halt auch ein bisschen kleiner.
nicht so riesig. Und da freue ich mich schon voll drauf. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Werde jetzt für den Markt extra nichts färben, weil ich genug auf Lager hier habe zu Hause. Nehme aber natürlich auch genähte Sachen mit und ich habe noch von Opal so viel da an Sockenwolle und von Schoppel habe ich auch noch so viel da. Das muss weg. Ich will das nicht mehr haben. Also wenn das auf dem Markt nicht verkauft wird, werde ich wahrscheinlich im Shoppen Ausverkauf machen mit Rabatt. Genau, und wer hier aus der Nähe ist, aus der 86er Postleitzahl, der kann ja gerne mal vorbeikommen und Hallo sagen und würde mich echt freuen. Bringt euch einen Campingstuhl mit, setzt euch zu uns in Pavillon und wir stricken. Also, würde mich echt freuen. Dann wird es nicht ganz so langweilig, weil es sind, ich glaube, jeweils 7 Stunden, die ich da halt sitze und halt mit Auf- und Abbau. Ja, das wird dann halt auch ein bisschen öde irgendwann, glaube ich, weil ich weiß echt nicht, wie viel da los ist. Ist halt so ein kleiner Ort. Naja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall freue ich mich drauf. Das nächste Wochenende, genau. Da freue ich mich. Und ansonsten, ja, die Halloween-Sets muss ich färben. Genau, und im Shop habe ich ja schon Herbstfärbungen, also Färbungen mit Herbstfarben. Das ist zum einen der Dschungel. Der ist grün-gelb. Dann habe ich den Fasan. Der ist auch in Braun- und Rosttönen. Dann habe ich den Focus, also ein Phönix-Färbung mit Rot und Gelb. Dann habe ich den klassischen Herbst. Den werde ich vielleicht nochmal updaten, weil ich gerne möchte, dass der so rauskommt wie mein Papagei. Also, dass er die Möglichkeit hat zu wildern, so richtig. Dass man jede einzelne Farbe besser sieht, weil so ringelt er eher so schmal. Genau, dann habe ich den Indian Summer. Der ist so grün, rot, weiß mit gelben Speckles. Das Orchkatzel, also das Eichhörnchen habe ich noch. Und die Sonnenfinsternis. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich davon Fotos habe. Jetzt muss ich gucken. Ja, tatsächlich, ich habe Fotos. Jetzt zeige ich die euch kurz. Also das ist der Dschungel. Das ist der Fasan. Oh, ich liebe den, der ist so toll. Da muss ich mir auch mal ein Tuch draus machen. Das ist der Focus, also der Phönix. Das ist der Herbst, den ich eventuell updaten möchte. Genau. Der Indian Summer. Das ist das Orchkatzel. Mein Eichhörnchen. Ja, voll schön. Ich auch, oh Gott, ich liebe Herbst und Herbstfarben. Und das ist die Sonnenfinsternis. Die kommt jetzt da ein bisschen heller raus, als sie normalerweise ist. Sie ist eigentlich dunkler. Das ist jetzt vom Strängeln. Wahrscheinlich habe ich da nochmal... Ich hatte doch, glaube ich, nochmal ein neues Foto gemacht von der Sonnenfinsternis. Genau da. Das kommt schon eher hin. Das ist die Sonnenfinsternis. Das ist übrigens jetzt meine neuen Produktbilder. Das fand ich ganz gut. Dann sieht man das auch den Verlauf besser, als wenn das im Strang liegt. Da kann man sich das anschauen. Genau. Ach ja, und die Liebe. Meine liebe Freundin, die Vera, die hat schon den Septemberstrang angestrickt. Und bei ihr kommt der so raus. Also der könnte auch wildern. Kommt auf die Maschenanzahl an und halt natürlich, wie fest man strickt, ne? Ja, ich glaube, das war's. Sind wir durch? Ich glaube schon. Jo, also das Foto knallt, schaut's mal. Meine Lemon Fuchsia. Der Wahnsinn, oder? Gott. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich irgendwann zu alt bin zum Färben. Ich mache dann YouTube-Karriere. Echt, oder? Es macht so viel Spaß. Warum muss das jetzt erst kommen? Warum ist mir mit 47 oder 46 eingefallen, hey, färb doch mal Wolle. Warum nicht schon 20 Jahre eher? Dann hätte ich mehr Zeit damit gehabt.
Naja, wird schon. Noch stehe ich. Noch geht alles. Genau, so, dann sind wir durch. Projekt, was ich jetzt gerade zwischen habe, kann ich euch leider nicht zeigen, da die Person, die das geschenkt bekommen soll, eventuell auch hier meine Videos anschaut. Und dann wäre ja die Überraschung hin. Aber wenn das Geschenk übergeben wurde, werde ich euch das natürlich direkt zeigen. Also entweder auf Instagram seht ihr ja eh immer alles pünktlich und up to date, sage ich jetzt mal. Weil Videos drehen, muss ich schauen. Wahrscheinlich wird sich das so einspielen, dass ich immer zum Monatsende ein Video mache mit meinen Fortschritten und mit halt den Shop-Updates. Wenn natürlich dazwischen irgendwelche Specials gefärbt werden, mache ich vielleicht spontan ein Video oder ein Short. Aber auf Instagram seht ihr auf jeden Fall immer, immer alles. Also da könnt ihr mir gerne folgen, da würde ich mich freuen. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Macht nichts. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann schreibt mir, kommentiert mir, schreibt mir auf Instagram oder keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich das Video morgen erst online stellen, weil jetzt möchte ich noch ein bisschen stricken. Vielleicht kriege ich ja noch was fertig. Und morgen wird das dann online sein. Vielleicht, je nachdem, wie lange es diesmal dauert. Letztes Mal habe ich ja einen ganzen Tag dran gesessen, alter Schwede. Aber ich weiß jetzt ungefähr, wie es geht und was ich machen muss. Und dann wird das jetzt immer doch wieder bei einer Stunde. So viel gelabert wieder. Oh, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Also auf jeden Fall, ich schleiche mich jetzt. Ich habe Hunger. Die Jungs kommen auch gleich wieder. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Und ich vergebe auch immer Herzchen. Und ich antworte auch immer, soweit ich kann. Und wir sind ja schon über 600 Abonnenten. Ihr macht mich fertig, echt krass, Wahnsinn. Puh. Ich bin ein Influencer. Ich hab die Grippe. Nein, so, jetzt ist gut, jetzt wird's blöd. Also ich wünsche euch was. Tschüss.